Die Affäre um Ermittlungen gegen Journalisten von Netzpolitik.org zieht weiter Kreise. So wusste das Innenministerium offenbar früher und umfassender über Anzeige und Ermittlungsverfahren gegen die Journalisten Bescheid als bislang bekannt. Das räumte ein Sprecher gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio ein. Damit gerät neben Verfassungsschutzpräsident Maaßen zunehmend auch das Innenministerium in die Kritik. Mit Interesse wird eine Stellungnahme erwartet, die klären helfen soll, ob die Journalisten überhaupt Staatsgeheimnisse verraten haben. Der Urlaub ist gelaufen. Statt bei der Familie sitzt Bundesjustizminister Maas in Besprechungen. Noch brüten seine Fachleute über der angekündigten Stellungnahme an die Bundesanwaltschaft. Sie könnte den Weg freimachen für eine Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen die Blogger. Doch längst geht es nicht nur um juristische Fragen, sondern auch um politische. Die Opposition nimmt Verfassungsschutzchef Maaßen ins Visier. Der Vorwurf ist im Raum, dass dieser ganze Angriff auf die Pressefreiheit im Bundesamt für Verfassungsschutz vorbereitet wurde. Und man kann jetzt nicht versuchen, auf Zeit zu spielen. Das ist illegitim. Und deswegen wird es Herrn Maaßen auch nicht helfen, hier einfach abzutauchen. Die Linkspartei verlangt seit Tagen Maaßens Rücktritt und fragt nun auch nach der Rolle des Bundesinnenministeriums. Zumindest einzelne Abteilungen waren nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios früher und umfassender über Ermittlungen gegen Journalisten informiert als bisher dargestellt. Wir müssen aber auch untersuchen, was hat Herr de Maizière gewusst, was hat der Innenminister gewusst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Maaßen gehandelt hat, ohne Absprache mit den dafür politisch Verantwortlichen zu treffen. Die Opposition wollte beide schon morgen in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses befragen. Das hat die Große Koalition aber abgeschmettert.